Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing. Ihr habt es im Titel schon gesehen, wir starten heute mit einem neuen Anime. Und zwar mit der dritten Staffel von Tokyo Ghoul. Und die schauen wir uns heute zusammen an. Ich habe noch keine Folge davon geschaut. Werde ich auch erstmal nicht, weil ich zuerst den Manga lesen will, weil sich da doch einiges unterscheiden soll. Deswegen werde ich damit erstmal noch warten, aber ich wollte es mir trotz alledem schon mal holen. So, den Zettel schauen wir uns gleich an. Wir schauen uns erstmal den Schuber von außen an. Dieses Mal nicht mehr mit Nummer hier, mit Limitierungsnummer. Und da haben wir auch schon unser erstes Volume. Aber zuerst gucken wir uns natürlich unseren Zettel an. So, wir haben die ersten drei Episoden. Darum geht es. Hier stehen auch nochmal die Titel der Episoden. Wir kriegen das Ganze auf Deutsch und auf Japanisch und es geht 75 Minuten lang. Und wir bekommen ein Booklet, ein Clean Opening und Ending. Und dann würde ich sagen, wenn ich das Volume rauskriege, schauen wir uns das an. So. Der Platzhalter ist leer. Und hier haben wir unser Volume. Das ist auch nochmal extra verpackt. Das hätte man sich eigentlich sparen können. Aber nun gut, jetzt probiere ich das gerade hier aufzufummeln. So. Ich habe es dann auch mal geschafft. So. Hier haben wir das erste Volume. Hier haben wir nochmal das gleiche wie auf dem Zettel. Nochmal die Seite. Und dann schauen wir mal rein. So, schauen wir mal unser Booklet an. So, da geht's los. Denkt dran, das könnte jetzt ein bisschen spoilern. Ich darf mir auch nicht zu viel angucken. Interview noch. Und noch Charaktere. So, das war das Booklet. Dann haben wir hier noch unsere Scheibe. Und das Ganze kommt natürlich noch mit einem Wendecover. Ohne FSK-Logo. Wunderbar. So mögen wir das. Ja. Wenn ich den Anime bald mal schauen will, auch um Spoilern aus dem Weg zu gehen, sollte ich bald wirklich mal den Manga lesen. Aber davor muss ich erstmal den normalen Tokyo Ghoul Manga lesen. Mal schauen, wann ich das schaffe. Ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt. Ich weiß zwar schon ein bisschen was, aber ich bin trotzdem mega gespannt, auch wenn ich schon gehört habe, dass es nicht so gut sein soll, also auf jeden Fall der Anime. Aber wie gesagt, ich lasse mich da überraschen. Und ja, dann geht's jetzt erstmal weiter damit. Ja, gut, wir sind am Ende angekommen. Das war Volume Nummer 1. Bald kommt ja auch schon das zweite Volume. Das gucken wir uns dann auch an. Aber erstmal sind wir hier fertig mit Volume 1. Vielen Dank, meine Lieben, dass ihr wie immer mit eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal.